Okay, ich hole mir nochmal Bartkratz. Weg mit euch. Verdammt, ich will nur ein Herz, ein Leben, ein Punkt. So, Hackenflamme. Dann Rechtszeiten, Teil durch und weiter Rechtszeiten. Machen wir. Wir müssen heute noch das letzte Ending und spielen das Spiel durch. Das ist unsere Mission. Ein bisschen Heilung und ohne Schaden. Und halt durch. Ja. So viel dazu. Mit der Hackenklaue jetzt hier. Lang schlängeln. Muss man das erstmal schaffen. Die Grube. So, Rechtszeiten, sagst du. Ah ja, hier gab es noch einen. Da kam auch vorher nicht durch. Hier gibt aber noch eine Tür vor. Sollen wir da jetzt mal durch? Ja, hier kommen wir jetzt nicht durch. Warum können wir hier jetzt nicht lang? Oh, dunkler Abgrund. Und nun sind wir hier. Einfach immer durch. Das Schwert hier praktisch. Okay, nun. Okay. Was bin ich tun? Wie kommen wir denn hier weiter? Und hier ist irgendwas. Scheinbar auch noch eine Stufe. Ungerücktheiten für den hohen Sprung. Jetzt stehe ich hier. Was will ich machen? Da gab es mal so einen Sprung, mit dem wir die Klippe raufgekommen sind, mal irgendwie. Über. Es fallen lassen und dann springen. Ah ja, genau so. Da
Wenn das unten springen. Das können wir hier hoch. Dunkler Turm. Ich hab viel gedrückt. Jetzt sind wir hier. Und du? Können wir hier vielleicht hoch? Oha. Da sagst du was. Viel Leben habe ich noch dabei. Ich habe mich auch nicht geheilt bei der Fee, aber kann man da stärker. Ja, das glaube ich dir. Das ist die Kammer der Stärke ist. Das schwerste im Spiel. Naja, das schwerste im Spiel war die Piratenklippe hochzukommen. Hier müssen wir irgendwie hochkommen. Können wir die Schergen irgendwie mitnehmen? Die Scheren darüber zu bekommen, das war schwerst im Spiel. Das war... Jetzt müssen wir hier wieder übereinander stapeln. Ich kenne das Prozedere doch. Das war das Schwerste. Dass wir darüber mussten. Wir hatten es fast. Ich hoffe, das Ending gibt es hier nicht mehr. Geht denn der hier hin? So schaffe ich das dann nie hoch. Wenn man die stapelt, ist mir echt ein Rätsel. Geht das wieder mit dem Sprung hier oder wie? Mit dem Fallen lassen Sprung. Drei aufeinander stapeln. Ich hab ein bisschen Angst, weil da gab's doch das Ending, wenn du zu oft auf die End stehst. Dass du da was auslöst. Die mal übereinander gestapelt bekommen hast. Ja! Hat nur fast. Einmal Ende 25 gemacht, wird es nie wieder getriggert. Ah, sehr schön. Ja, genau das meinte ich mit dem. Ach, heilige Scheiße. Wir müssen doch mal die übereinander stapeln. Geht. Wir hatten sogar ein paar Mal, aber dass das da liegen bleibt. Junge. Ja, das ist schwierig. Ja, bleib! Das bleibt nicht. Die kippen, sobald da drei draufstehen. Der Turm kippt. Das ist ein physikalisches Problem hier. Das ist hier spielphysikalisch nicht möglich. Wie sich die Entwickler das vorgestellt haben, verstehe ich auch nicht.
Vielleicht schaffen wir das 101. Ending dann heute doch nicht. Was zu erwarten war. Wenn es so lange dauert, mich jetzt hier wieder stundenlang hier damit begebe. Ich kann stehen bleiben, ja. Das sagst du so leicht. Das war fast. War fast erst eben nicht. Tut mir leid für alle Zuschauer, das ist jetzt hier wahnsinnig unspannend. Das jetzt hier zu machen. Verstehe ich, dass die meisten das Ending nicht haben. Aber wir haben es hingekriegt. Wir haben den Beharrlichkeit. Haben wir wahrscheinlich schon verkackt. Müssen wir hier so diese Sprungattacke hier wieder machen. Die Wickler wollen mich echt trollen. Was da drüben machen, fallen wir wieder runter. Das haben wir hier schon mal geschafft. Die Technik ist scheiße, aber machbar. Ja, genau so. Dann da oben noch einen Drop und dann dich da von dem nicht treffen lassen. Das, ja, genau. Das sollen wir schaffen. Vergiss das doch. Wir haben zwar noch ein paar Leben, aber... Halleluja. Hinten ist schwerer als das andere. Kommen wahrscheinlich noch 5. Das ist echt die Hölle. Ach, ich liebe dieses Spiel. Eine Plattform ist einfacher, also rechts hast du noch einen einfachen Versuch. Ja. Wenn wir da jetzt runterfallen. Und haben wir nicht mehr. Und verkackt. Da steht das jetzt außer Debatte. Und gleich alles, weil wir tot sind. Dann macht das nicht nochmal. Dann macht das ja. Dann machen wir Schluss. Nochmal hier hoch. Jetzt nicht so wirklich Bock drauf. Können wir nicht hier abkürzen? Können wir natürlich nicht. Nice, tot ist er. Können wir in Ruhe springen. Wenn er mich gekillt hätte, das wäre echt. Hätte ich dir fast einen Nickel gehabt. Jetzt nur noch da hochkommen. Ist eine Kunst für sich. Ich komme da bis ran, aber hoch komme ich bisher noch relativ selten. Noch einen Doppelsprung machen oder wie? Kommt man da hoch? Komm bis ran an die Plattform, aber hoch? Scheint mir hier gerade unmöglich.
bin hier unzählige Male schon mit dem Kopf drauf hier. Also wirklich rauf. Wenn überhaupt machbar. Das ist zu schwierig. Stunden später. Ich habe bisher only 2 Personen, 2 Personen gesehen, die das geschafft haben. Nächstes Mal direkt von der fallenden Platte. Sagst du so einfach. Du bleibst doch nicht lange. Jetzt hast du 3 Personen, die es geschafft haben. Und nun krieg ich einen Schreikrampf, finde ich das jetzt hier nochmal. Warte, geht links. Ah, hier geht's hoch. Ah, ja, hier. Na, danke für den Tipp. Ich wäre gleich wieder runtergefallen. Okay, nu. Was stellen wir jetzt hier an? Technisch Rätsel. Aber wenn wir auf die Plattform springen, haben wir es schon verkackt. Oder nicht? Respawn die. Das ist ja komplett verschissen, wenn du es einmal falsch gesprungen bist. Oder sehe ich das falsch? Kannst du aufhören, wenn du hier. Und wir haben schon halt 4%. Das ist der verschissen, wenn du. Plattformen bei den Schengen müssen runterarbeiten, ja was dann? Aber wenn ich von Plattform zu Plattform springe, dann sind die, das ist ja. Wenn ich es einmal verkacke, respawnen doch nicht, oder? Respawnen die dann. Okay, das ist schlecht. Ich möchte da nicht hinkommen. Weil du mit dem Springen dann anfängst. Ich frage, ob die respawnen, weil wenn nicht, habe ich es verkackt. Ist dann hier. Ein Versuch. Das finde ich ja herrlich. Das werde ich verkacken. Wie viele Leute haben diese 101% überhaupt gekriegt? Wie viele haben sich das überhaupt? Wie viele haben sich das zugemutet? Das ist ja wirklich nur für die Leute, die wirklich ganz Langeweile haben. Du den hier hochkriegst, falls du den hier hochkriegst. Selbst hochkommt es nicht wirklich.
sein, wir stellen ihn dort irgendwie in den Weg und springen bei seinem Kopf darauf. So kann es gehen. Ah ja, jetzt haben wir die drei Plattformen unten. Jetzt müssen wir es auf Anhieb schaffen, oder? Sonst haben wir es verkackt. Und jetzt hier hoch. Gute Nacht. So, ihr hättet jetzt nicht mehr, haben wir verkackt. Letzter Sprung war's. Och, weißt du, wie viel Bock ich auf nächstes Mal habe? Gar keins. Dann lassen wir dann bleiben. Und dann nochmal den Rest des Turms zu machen. Den Teufel werde ich tun, das nochmal zu. Das ist. Nee, das ist das mit, nicht mit mir. Ich bin sehr weit gekommen. Aber ja. So, 100 Endings haben wir gemacht. Das ist doch hier wundervoll. Dann würde ich schon mal sagen, dürfte ich nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und ja. Das war erstmal Revenge. Credits können wir uns nochmal angucken. Falls es hier welche gibt. Credits gibt es hier wahrscheinlich keine. Haben sie in-game die Entwickler ja schon gezeigt als Figuren. Gut, dann würde ich erstmal sagen, 104%, das ist doch wundervoll. Wundervoll Ski.